Möchte man das so genau wissen, selbst als jemand, der sich sozusagen die Wahrheitssuche auf die Fahne geschrieben hat, weil es einfach persönliche Implikationen hat? Und das ist das Thema der wiederkehrenden Zyklen der Transformation der Erde. Ja, das findet man an ganz vielen Ecken, in der Geologie, in der Geschichte, was ist mit den alten Kulturen passiert, die schon enormes Wissen hatten. Das findet man aber auch in der Präkognition der deutschen Seher. Ja, das findet man immer wieder auch bei Whistleblowern, ja, wobei Whistleblower ein schwieriges Thema sind. Wie auch immer, wenn man beides natürlich zusammennimmt, dann ergibt sich das Bild, dass wir durch Zyklen laufen, sehr lange Zyklen von Tausenden von Jahren. Und dass diese Zyklen, wenn sie zum Ende kommen oder zu einem Phasensprung, dann passieren große transformative Bewegungen auch im geologischen Bereich. Und das ist letztendlich etwas, was eine Herausforderung für ganz viele Staaten, Ideologien wäre und dementsprechend auch ein Grund wäre, warum es eine übergeordnete Agenda gibt. Das wäre einfach die einfache Erklärung, wenn man eine gemeinsame Herausforderung hat. Dann ergibt sich automatisch eine übergeordnete Agenda und eine Agenda, die man vielleicht auch nicht unbedingt mit den Menschen teilt, weil man vielleicht auch keine Panik hervorrufen möchte. Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, heute machen wir ein Interview mit dem Christian Köhlert, der über 20 Jahre lang sich mit verschiedensten alternativen Themen auseinandergesetzt hat, auch durch seine Erfahrungen und zahlreichen Produktionen damals bei Secret TV. Aber er war dann später auch in Mexiko, hatte auch spirituelle und andere Ansätze aufgesaugt und kam jetzt heraus mit seiner sogenannten Phönix-Hypothese. Über die wollen wir heute sprechen. Lieber Christian, vielen Dank, dass du uns die Zeit und die Möglichkeit gibst, dieses, ich sage jetzt mal, erste Video mit dir zu machen. Denn wir fordern dann unser Publikum und die Zuschauer auf, an einer Diskussion für ein zweites Video teilzunehmen. Erstmal vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Christian, halt mal dein neues Werk in den Bildschirm, bitte. Habe jetzt nur die englische Version, aber die deutsche sieht so ähnlich aus. Also die Ja. Phönix-Hypothese. Ja. Okay. Ich möchte gleich vorausschicken, dadurch, dass der Christian schon über 20 Jahre lang all diese Themen sozusagen so Art wie Mosaiksteine oder Puzzleteile, ja, wie soll ich sagen, er damit zu tun hatte und jetzt versucht hat, die zusammenzufügen, ist das sicher ein Video für die Fortgeschrittenen. Viele werden sagen, das ist eine absolute Verschwörungstheorie, ja. Vielleicht ist es aber auch bloß eine Diskussionsgrundlage, ja, für Fortgeschrittene, ja. Und genau deswegen wollen wir euch ja hier erstens mit dieser Hypothese, mit dieser Phönix-Hypothese konfrontieren und euch zur Diskussion anregen, na, für ein zweites Video, in dem ihr einfach ganz viele Fragen, ganz viele Kommentare, vielleicht Korrekturen oder Ergänzungen in den YouTube-Kommentar schreibt. Ja, fangen wir einfach mal an, lieber Christian. Zwei Grundsäulen deiner Phönix-Hypothese vielleicht zum Einstieg. Ja, also die Phönix-Hypothese ist jetzt keine neue Erfindung. Die Hauptsäulen, das sind eigentlich alte Bekannte, die immer wieder im alternativen Sektor diskutiert wurden. Das ist zum einen erstmal die Frage, was ist das System, wie weit geht das? Ja, also wer im alternativen Sektor einsteigt, der wird recht früh schon gemerkt haben, dass die Politiker eher so eine Art Marionetten sind für ein höherrangiges System, dann kommt man recht schnell auf so NGOs und Thinktanks wie Bilderberger, Trilaterale Kommission oder ganz aktuell mit 2020 hat sich dann das Weltwirtschaftsforum ja, recht in den Fokus gestellt. Und aber aus der gewissen Fraktion der alternativen Sichtweisen ist das nur das mittlere Management. Und da gibt es eben die These, dass es da eine übergeordnete Struktur gibt. Das haben schon Autoren wie David Icke oder Jordan Maxwell im deutschen Bereich. Ist das Joe Konrad vielleicht jetzt mal, um
ein paar Namen zu nennen, die eben schon angefangen haben, dazu postulieren, dass es da eine höhere Agenda, eine höhere Struktur durch Geheimgesellschaften, Geheimnetzwerke, Bruderschaften, auch sowas wie die Jesuiten und so weiter, dass es da übergeordnete Strukturen und damit auch eine übergeordnete Agenda gibt. Aber das ist ein schwieriges Thema, da wird es halt wie in der Quantenphysik unscharf und im besten Fall hat man dann sowas wie eine Verschwörungstheorie, ja, die sich an Einzelbeispielen vielleicht noch belegen lässt, aber im Ganzen wird es halt immer unscharf. Und dann kommt auch die Frage, wer steckt denn dahinter, welche Intelligenz ist das? Ist das denn noch eine Runde von Menschen, die das entscheidet, oder ist da vielleicht schon eine andere Art, andersartige Intelligenz dahinter, außerirdische, interdimensionale Wesen, wie auch immer, künstliche Intelligenz, die das eventuell koordiniert. Da kommt man zu ganz vielen Fragen. Aber in dem Moment, wo ich die zweite Säule mit hinzunehme, das ist auch ein Thema, was mir in meiner Arbeit als in den alternativen Medien schon recht früh begegnet ist, über das ich immer gestolpert bin, an verschiedenen Stellen, wo ich auch immer gemerkt habe, oh, da ist ganz viel Tiefe. Möchte ich mich damit auseinandersetzen? Das ist auch eine psychologische Sache. Ja. Möchte man das so genau wissen, selbst als jemand, der sich sozusagen die Wahrheitssuche auf die Fahne geschrieben hat, weil es einfach persönliche Implikationen hat? Und das ist das Thema der wiederkehrenden Zyklen der Transformation der Erde. Ja, das findet man an ganz vielen Ecken, in der Geologie, in der Geschichte, was ist mit den alten Kulturen passiert, die schon enormes Wissen hatten. Das findet man aber auch in der Präkognition der deutschen Seher. Ja, das findet man immer wieder auch bei Whistleblowern, ja, wobei Whistleblower ein schwieriges Thema sind. Wie auch immer, wenn man beides natürlich zusammennimmt, dann ergibt sich das Bild, dass wir durch Zyklen laufen, sehr lange Zyklen von Tausenden von Jahren. Und dass diese Zyklen, wenn sie zum Ende kommen oder zu einem Phasensprung, dann passieren große transformative Bewegungen auch im geologischen Bereich. Und das ist letztendlich etwas, was eine Herausforderung für ganz viele Staaten, Ideologien wäre und dementsprechend auch ein Grund wäre, warum es eine übergeordnete Agenda gibt. Das wäre einfach die einfache Erklärung, wenn man eine gemeinsame Herausforderung hat. Dann ergibt sich automatisch eine übergeordnete Agenda und eine Agenda, die man vielleicht auch nicht unbedingt mit den Menschen teilt, weil man vielleicht auch keine Panik hervorrufen möchte, weil in dem Moment alle Vorbereitungsmaßnahmen natürlich kompromittiert werden könnten. Ja, so, das sind die beiden Themen. Ja, und da kann man sich dann über die beiden Säulen, die nicht unbedingt die populärsten sind und gerade im deutschen Bereich wenig diskutiert werden, zusammen ergeben sie dann ein gewisses kohärentes Bild, zumindest für mich, und das versucht die Phönix-Hypothese eigentlich Schritt für Schritt darzulegen. Okay, das ist ja jetzt eine Diskussionsgrundlage. Ja, also diese Phönix-Hypothese ist nicht nur im Prinzip das Zusammenfügen all deiner Informationen in ein gesamtes Bild. Ja, und wir schauen uns dieses Puzzle an und überlegen uns, hat er das jetzt richtig zusammengesetzt oder gehört da vielleicht noch ein Teil dazu oder noch eins weg? Ja, so. Und das ist ja im Prinzip der Auftakt. Und wie gesagt, ihr, liebe Zuschauer, seid eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Und das machen wir dann in einem zweiten Durchgang, ja, um auf diese einzelnen Themen dann einzugehen. Um die Zuschauer jetzt ein kleines bisschen abzuholen, ja, dass es eben diese Transformation, diese Umbrüche und so weiter schon gab, würde ich mit dir einfach mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, na, zumindest das, was wir wissen, was wir sehen können in der Vergangenheit. Welche Umbrüche da beispielsweise alle schon da waren, das soll uns eigentlich auch ein Gefühl dafür geben, dass das ja nichts Einmaliges, nichts Unvorhersehbares in dem Sinne ist, sondern dass es das immer, immer, immer wieder gegeben hat. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wo es solche Umbrüche gab und würde dir einfach mal so zuwerfen und dann, also geologisch. Ja, geologisch, da gibt es das gegenwärtige Paradigma, das, was nur in der offiziellen Lehre so verbreitet wird. Das ist der Aktualismus oder im Englischen Uniformitarianism, schwieriges Wort. Das bedeutet nichts anderes als das Geologische, so wie es gelehrt wurde in der Schule oder in den Universitäten, dass geologische Prozesse immer gleichmäßig stattfinden.
Veränderung sich langsam vollziehen. Und dann gibt es die, sagen wir mal, die Gegenbewegung, die oder Wissenschaftler, die sich das geologische Geschehen angeguckt haben, sagen, das stimmt so nicht. Wir haben immer transformative Momente oder kurze Zeitabschnitte in der Geologie, wo massive Veränderungen stattfinden. Und das nennt man Katastrophismus. Ja, und Vertreter dessen sind zum Beispiel Velikovsky, Hapgood, Chan Thomas. Das sind so die alten Autoren, die schon angefangen haben, zusammen, ja, die Puzzleteile zusammenzulegen, dass wir auf der Erde überall Beweise finden, dass es da zu ganz großen, also jetzt rein geologisch, ja, rein an dem, was man im Stein und so weiter sehen kann. Wenn man dazu natürlich die alten Mythen dazu nimmt, dass man rund um die Erde, sagen wir mal, die Überlieferung einer großen Flut findet. Ja, das ist ja nicht nur in der Bibel so, das findet man ja auch in den ältesten Zeichnungen aus Sumer, ja, das Gilgamesch-Epos. Aber selbst Wikipedia, was sehr beschränkt ist, kann da 70 verschiedene Quellen aufführen rund um den Globus, wo, sagen wir mal, in den alten Schriften von diesem großen Kataklysmus berichtet wird. Und der zeichnet sich eben auch in der Geologie ab. Ja, zusammen mit vielen anderen Phänomenen, dass Platten angehoben, abgesenkt werden, dass Klimazonen sich radikal verschoben haben. Ja, das finden wir an so Beispielen wie, dass wir riesige Populationen von Mammuts in den nordsibirischen Inseln, das ist ja schon fast, das ist schon ein Polarkreis. Ja? Also, dass man da schon im 19. Jahrhundert nicht über die nordsibirischen Inseln laufen konnte, ohne über Stoßzähne zu stolpern. Da ging ein Riesenexport. Bis heute ist das teilweise noch so. Der ganze Meeresboden ist voll. Und da fragt man sich, wie konnte es sein, da könnten wir 2 Stunden drüber reden, über die geologischen Evidenzien, die von diesen schon Autoren im 40er, 50er Jahren zusammen, 60er Jahren zusammengetragen wurden. Ja. Die darauf hindeuten, dass da Zyklen in der Geologie kommt, die immer wiederkehren. Ja gut, wir wissen, es gibt Kontinente, die sollen verschwunden sein. Immer wieder wird Atlantis oder Nemuria oder wie auch immer genannt. Aber wir finden ja auch unmittelbar vor der Küste, in gewissen Regionen, versunkene Städte. Wir wissen, es gibt Erdbeben, die sich über lange, lange Zeit quasi durch diese Spannung aufbauen und dann ganz plötzlich entladen. Ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch. Also es gibt diese schnellen, gravierenden Ereignisse. Ne? Wie hängt jetzt die Geologie mit der Klimatik zusammen, mit dem Klima? Also natürlich ist da auch unter den alternativen Sichtweisen, wie diese schnellen transformativen Zyklen zu erklären sind, schon damals in den 40er, 50er, 60er Jahren nicht unbedingt Einigkeit. Da gibt es einen gewissen Kern, eine Deckungsmenge, wo sie sich einig sind. Aber das zieht sich bis heute durch. Ja, also viele sehen, dass da die Sonne als zentrales Thema für die Transformation verantwortlich ist. Ja, dass durch elektromagnetische Wechselwirkung, durch Solar Flares, durch koronale Massenaufwürfe auch Prozesse in der Erde gesteuert werden. Und das hängt dann auch wieder damit zusammen, Sonnenzyklen, das hängt auch mit dem im Mainstream momentan diskutierte Polverschiebung, also die magnetische Polverschiebung. Das hängt alles zusammen. Das ist ein Riesenfachgebiet. Ich kann es jetzt hier nur auch nur anschneiden. Ja, aber das, wenn ich es runterbreche, auf was da weitestgehend postuliert wird, dann ist es so, dass es sich eigentlich um eine Erdmantelverschiebung handelt. Und zwar, dass die äußere Hülle, die aus diesen verschiedenen Platten besteht, dass die sich zyklisch verschiebt, in gewissen Grad, und zwar geologisch gesehen sehr kurzen Zeitraum. Wir reden hier von Tagen oder Wochen, in dem dieser Prozess passiert. Und dabei werden aufgrund dessen, dass die Erde keine perfekte Sphäre ist, also keine perfekte Kugel, werden eben Platten hochgedrückt und runtergedrückt, was wir eben sehen, zum Beispiel in Doggerland, in der Nordsee, ja, oder vor der Küste Indiens oder Yonaguni-Monument, dass da Strukturen einfach 30 Meter unter der Meeresoberfläche landen, wogegen andere Dinge, die früher sozusagen am Meeresboden waren, nach oben gedrückt werden.
So, und dann kommt hinzu, dass durch diese Bewegung, die sehr kurzfristig stattfindet, natürlich durch die Massenträgheit des Wassers, es zu Überschwemmungen kommt. Das ist das, was wir als die große Flut in den alten Mythen finden und was wir eben auch, was ich ganz klar, da muss man jetzt nur mal Google Maps nehmen und sich mal die Oberfläche von Mauretanien im Westen Afrikas anschauen. Dann sieht man da ganz klar, dass das ein Gebiet ist, das hochgedrückt wurde, weil dort noch die Abdrücke, sozusagen die typischen Abdrücke von einem Meeresboden zu finden sind. Und das, man sieht es sehr gut, weil dort halt Wüste ist und nicht überwachsen wurde über die Jahre. Also das wurde alles schon diskutiert, wird momentan diskutiert, aber nicht im deutschen Bereich. Ja gut, aber so eine, International. ja, so eine Erdmantelverschiebung, die kann man, glaube ich, überall, selbst in der Schullehre zumindest ablesen. Na, wir wissen, dass auch die Alpen so ein Faltengebirge sind. Man sieht diese Sedimentgeschichten, wie die übereinander dann quasi wie aufgebrochen, aufgeschoben da sind. Und das ist ja eigentlich relativ leicht noch zu greifen für unsere Zuschauer. Naja, das sind immer noch die Erdplatten, aber nicht der Mantel im Ganzen. Dass Platten gegeneinander stoßen und sich ein Gebirge aufbauen, das ist klar. Dass aber die gesamte Struktur mit einem Mal verrückt wird, Das das bringst du ist jetzt so. sozusagen in Verbindung mit dem Polsprung, dass du sagst, okay, angenommen das Innere dieser Kugel, wenn es da eine Kugel ist, bleibt stehen, ja, und außen verschieben sich die Platten und plötzlich haben wir den Eindruck, na, dass sich der Pol verschoben hat. In Wirklichkeit hat sich aber nur die Haut sozusagen verdreht über diesem großen Magneten. Ja, also man muss differenzieren. Es gibt den magnetischen Polsprung, der wird von der Wissenschaft auf dem Mainstream diskutiert. Ja, dass sozusagen der Südpol immer langsam wandert und man annimmt, dass ab einem bestimmten Gradsatz zu einem abrupten Beschleunigung kommt und dass wir sozusagen die Polarisierung der Magnetisierung der Erde, wenn man, sofern man an eine Kugel glaubt, dass sich die ändert. Okay, das ist das eine, aber die korreliert offensichtlich auch mit der physischen äußeren Umstrukturierung, wo sozusagen wie die orangene Haut einer Apfelsine, die vom Fruchtfleisch gelöst wird, als wenn die sich so um das Fruchtfleisch dreht. Das ist so die These, die sehr oft vertreten wird von amerikanischen oder internationalen Forschern. Also ich kenne es halt von diesem Atlantischen Rücken. Da ist wohl so eine seismische Bruchstelle, wo im Prinzip der Atlantik auseinander driftet, da ständig im Prinzip Lava austritt, aber dann natürlich im Wasser auch wieder erkaltet. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das erkaltet, war einmal im Prinzip die Ausrichtung, so wie wir sie heute kennen, Nord-Süd, und einmal andersrum. Na? Wie halt auch Magneten, ja, wie soll ich sagen, erst magnetisiert werden und dann quasi erkaltet werden, um diese Magnetisierung zu konservieren. Und das ist ja Usus, das messen die ja ständig schon. Es gibt durchaus Überlappungen. Es gibt einige Forscher, die sich auch tatsächlich diese Erdmantelverschiebung an den ganz offiziellen Daten der Wissenschaft herziehen. Andere sagen, hey, ich vertraue hier weder NASA noch irgendeiner Mainstream-wissenschaftlichen Institution. Ich ziehe das aus ganz anderen Daten, zum Beispiel aus alten Schriften. Da gehe ich davon aus, dass die Manipulation oder das Verstecken gewisser Aspekte noch nicht so vorangeschritten war, weil es eh Lesen einer gewissen Elite vorbehalten war. Und natürlich, also ich will nicht sagen, dass ich das endgültige Szenario hundertprozentig eingrenzen kann. Ich habe meine Präferenzen. Ich kann auch nur sagen, worüber ich gestolpert bin. Und das bin ich, und die Deckungsmenge, wo ich sehe, okay, das ergibt Sinn für mich. Und eine Erdmantelverschiebung scheint sozusagen all die Phänomene, die wir geologisch sehen, die wir über die Überlieferungen alter Kulturen, die wir auch in antiken Schriften finden, die wir auch in der Präkognition finden und bei den Whistleblowern, da gibt es eine Deckungsmenge und die sollte eigentlich, wenn sich so viele Dinge auf einen Punkt konzentrieren und in sich kohärent sind, dann sollte man zumindest mal darüber diskutieren. Ja, aber das sind ja schon ganz gewaltige Umbrüche, unter Umständen sogar gewaltige, die sich langsam anbahnen und dann, wie du gesagt hast, an Geschwindigkeit aufnehmen. Ob das jetzt die 3 Tage vom Irrmeier sind oder vielleicht noch schneller, wie auch immer. Und wir diskutieren hier über wie viel CO2 wir ausstoßen wegen Klimaveränderung. Na?
Gib doch mal deine Sicht auf dieses Thema Klimaveränderungen, vielleicht äußere Einflüsse wieder. Ja, das ist natürlich schon ein sehr konkretes Beispiel. Meine These geht halt davon aus, dass das äußere Schauspiel natürlich schon der Vorbereitung dient. Ja, unter anderem natürlich auch der CO2-Wahnsinn, der uns da gerade als der menschgemachte CO2-Klimawandel. Ja, wobei klar ist, dass die Sonne im besten Sinne, die Sonne wird natürlich auch wieder durch kosmische Strahlung und so weiter in ihrer Aktivität verändert oder manipuliert. Aber der CO2-Klimawandel ist einfach nur eine Story, ein Narrativ, was man schon entwickelt hat, weil man eh davon ausgeht, dass es dann in sehr kurzen Zeiträumen schon zu klimatischen Auffälligkeiten kommt. Und gleichzeitig ist es so, dass man die Auffälligkeiten, die jetzt vielleicht schon existieren oder die teilweise sogar selbst gemacht werden, da fällt es selbst mir schwer, das zu differenzieren, sozusagen in dieses Narrativ einzuspannen, Gelder darüber abzuzweigen, die letztendlich dazu dienen, sagen wir mal, sich konkret vorzubereiten. Okay, ja. Da sind wir dann schon bei dem Thema, wer macht das und wie machen die das? Da will ich ja mit dir noch gar nicht hin. Wenn wir noch ganz kurz in der Vergangenheit bleiben, ja, es sind ja auch schon Zivilisationen untergegangen, ja. Ist das die Folge einer solchen Veränderung, einer solchen Transformation? Wie ordnest du das ein? Ja, also ich sehe da schon starke Veränderungen, die enorme Herausforderungen, wenn sie so eintreten, wie ich das jetzt momentan so eingrenzen kann, ja, auf die Menschheit zu kommen. Das ist kein Weltuntergang, wie es von manchen vielleicht sogar postuliert wird. Aber es ist zumindest mal ein Hochkulturkiller. Das können wir sehen, weil es einfach ja wieder ein riesenbreites Thema, wenn man sich so mit den Autoren von Däniken bis Hatcher Childress oder Hancock, der jetzt momentan auf Netflix da sich die alten Hochkulturen vornimmt. Man muss nicht alle ihre Erklärmodelle schlucken, woher die das Wissen hatten, ja, mit Außerirdischen oder wie auch immer. Aber was sie alle gut gemacht haben, ist zu dokumentieren und selbst dem Skeptischsten eigentlich zu zeigen, hey, da gab es Hochkulturen, die hatten enormes mathematisches, astronomisches Wissen und konnten zumindest mal Steine so stapeln, wie wir das heute noch nicht reproduzieren können. Ja, und da gibt es hunderte von Strukturen, natürlich wird das wieder in den Rahmen sprengen. Ich nehme jetzt die populärste, das ist die große Pyramide in Gizeh, ja, wo teilweise Steine von bis zu 800 Tonnen verbaut sind und alles perfekt mathematisch gemacht wurde, strukturiert wurde. Und dass diese Hochkultur, welche auch immer das war, es war definitiv nach meinem Erkenntnisstand nicht Cheops, der das gebaut hat, ja. Dass diese Hochkultur auch in der Geometrie, da gibt es eine ganze Dokumentation, die Offenbarung der Pyramiden, die ganz klar zeigt, wie mathematisch, geometrisch sozusagen der Zyklus, der große Zyklus von dieser Kultur bereits gekannt wurde und kodiert wurde in die Architektur. Für eine andere Hochkultur, die vielleicht nicht die Hieroglyphen, es gibt nicht eine Hieroglyphe in der großen Pyramide, ja, aber in der mathematischen Struktur, für eine Hochkultur, die fähig ist, das auszumessen und mathematisch nachzuvollziehen, ist dieser Zyklus bereits in der großen Pyramide verankert. Und allein das wäre ein Riesenthema und ist ein ganz tiefer Bereich. Also ich... ich habe ja selber mich einige Zeit mit diesem Thema beschäftigt und Konsens ist eigentlich, dass alle sagen, wir wären heute nicht in der Lage, sowas zu bauen. Na, dann ist es natürlich so, wer hat's gebaut, wann hat das gebaut? Ja, und jetzt mache ich mal eine steile These, aber es ist nur eine persönliche von mir. Stellen wir uns mal vor, wir leben ja gerade in wilden Zeiten, die Welt ist nicht friedlich, ja, das könnte ja noch eskalieren und irgendwann drückt einer auf den roten Knopf und es wird alles plötzlich super hell, ja, so. Und was bleibt jetzt übrig? Vielleicht ein paar Menschen, die jetzt erstmal ums pure Leben über kämpfen müssen,
Auf jeden Fall sehr, sehr viel geht dann verloren. Und ob diese Menschen, ne, wenn sie in der dritten, vierten Generation ums Überleben kämpfen, überhaupt noch über Geschichte, Mathematik und eine Festplatte verfügen und die auslesen können, das ist ja die Frage. Die Frage ist ja, was bleibt da nach mehreren tausend Jahren von unserer heutigen Kultur übrig? Das können ja nur die allermassivsten Gebäude sein, wenn überhaupt. Ja, menschgemacht auf den Knopf gedrückt oder eben natürlich induziert von außen als natürlicher wiederkehrender Kataklysmus. Ja, egal wie, da bleibt nicht viel übrig. In der dritten Generation sehen die Leute vielleicht noch die Überreste von dem Auto und denken sich auch, das ist ja mal ein sportliches Modell von Pferdekarren. Ja, so. Ja, okay, alles klar. Ja. Diese Einflüsse von außen, ja, beschreiben ja auch Religionen, ja, oder Sagen, ja, weil du hast ja nicht nur diesen materialistischen, sondern du hast ja auch diesen Zugang, ja. Was sagen denn da die alten Schriften? Ja, natürlich, ich habe versucht, die Phönix-Hypothese so zu gestalten, dass sie, sagen wir mal, auch einen vernünftig denkender Materialist nachvollziehen kann und sagen kann, hier sind objektivierbare Dinge. Aber ich habe natürlich dann auch schon so Dinge wie Präkognition, das Wort schwierig. Solche Dinge habe ich auch schon drin. Also Vorhersagen, sagen wir mal, dass Leute die Fähigkeit haben, über den Zeithorizont hinwegzuschauen, wie bei den europäischen Sehern. Du hast eh schon Irrmeier angesprochen. Das geht ja schon in den spirituellen Bereich oder sagen wir mal in einen multidimensionalen Bereich, in die Vorstellung, dass es über den vier Dimensionen noch höhere Informations- oder Strukturebenen gibt, nach Borgertheim oder Akasha-Chronik oder das. Ja, dass es da eine außerraumzeitliche Dimension gibt, auf die manche Menschen, Hellseher, Remote-Viewer, von mir aus auch Schamanen zugreifen konnten in allen Generationen und eine potenzielle zukünftige Zeitlinie sehen konnten. So, das geht ja schon in einen abstrakten Bereich für viele. So, und genauso gehen natürlich auch Religiöse, da wissen wir ja, religiöse Schriften sind ja auch oft manipuliert worden, ja, für eine gewisse eigene Agenda. Ja, und aber es ist deutet natürlich im Hadith, das ist so die Koran-nahe Ecke oder natürlich in der Offenbarung oder verschiedenen Stellen der Bibel ist da auch ganz klar immer von Symptomen die Rede, die eigentlich wieder in der Geologie als Erdmantelverschiebung bezeichnet werden oder physischer Polsprung. Und wo Religion anfängt und alte Mythen aufhören oder alte, ich sag mal, Quellen, ja, wo einfach einer recht nüchtern das aufgeschrieben hat, was er da wahrgenommen hat oder was überliefert wurde. Das ist ja ein weicher Übergang und wo da später ein religiöses Narrativ draus gestrickt wurde. Ja, und wo zum Beispiel die Bibel vielleicht sich alte Schriften genommen hat und alte Quellen und hat die einfach für sich interpretiert. Es kann durchaus den Moses gegeben haben, der irgendwie auch wusste, durch irgendeine Quelle, dass dieser Zyklus wieder kommt und dass es da zu Überschwemmungen kommt und dass er da ein großes Schiff gebaut hat. Das will ich nicht mal ausschließen. Ja, zumal es da auch Indizien gibt, dass man zumindest ähnliche Schiffe auf Anhöhen gefunden hat. Ja, genauso das wie. Genauso. Weites Feld. Ja. Genauso wie Wale, die da plötzlich hunderte Meter von der Küste. Naja, wie auch immer, da gibt es ganz viel. Und diesen Gedanken, den du hattest, so nach dem Motto, Moses wusste vielleicht schon, was da kommt. Das ist ja jetzt sozusagen fast eine geniale Überleitung zu dem Thema, gibt es heute Menschen, also sprich eine Elite, die im Unterschied zur breiten Bevölkerung auch schon wissen, was da kommt. Ja, und das ist ja sozusagen jetzt so ein Versuch, die Zukunft mal ein bisschen zu deuten. Ja, was kommt auf uns zu? Deine These ist ja konkret, dass es da eine, nennen wir sie nur mal einen kleinen Kreis, ob man die jetzt Elite nennen muss, ist eine andere Frage. Die Frage ist ja, wie messe ich das, ob jemand elitär ist. Also sagen wir, ein kleiner Kreis von Menschen weiß Bescheid. Es
kommt so ein Zyklus auf uns zu, möglicherweise. Warum haben die meisten Kinder heutzutage keine Astronomie mehr in der Schule und so weiter? Also das könnte man sich ja alles fragen. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt was auf uns zu, die wissen das möglicherweise. Und was machen die jetzt mit der Information? Ja, wird die veröffentlicht, muss die geheim bleiben? Und vor allen Dingen, woher wissen die denn das? Das, woher wissen Sie es, ab wann wissen Sie es? Da habe ich ein paar Hinweise, denen ich nachgegangen bin, die auch im Buch jetzt detailliert oder auch auf meiner Webseite die wesentlichsten Daten. Man muss nicht das Buch kaufen, auch auf meiner Webseite kann man sich schon mal einen Überblick holen über die Quellen. Okay, wie lautet aber die Webseite? www.mayamagic.de. Da kannst du ja noch unter dein Video drunter schmeißen. Genau. Aber deswegen, um es nicht zu sehr auszudehnen, gebe ich einfach das wieder, was sozusagen die Essenz meiner Nachforschung ergibt. So, und ich würde sagen, aus meiner Sicht wussten die hohen Eliten, sprich die Geheimgesellschaften, so Kreise wie Freimaurer oder Jesuiten, die hatten das Wissen von den Zyklen schon immer bewahrt. Und die hatten vielleicht, es waren auch die letztendlich auch mal den Kalender manipuliert haben. Ja, wir haben momentan den gregorianischen Kalender und den auf die alten Kalendersysteme umzumünzen, ist mitunter sehr umstritten, wie das funktioniert. Oder Maya-Kalender oder die vedischen Kalender. Ja, da gibt es ganz viele Diskrepanzen. Will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich glaube, die haben noch den Schlüssel und die wissen auch ungefähr, wann der nächste Zyklus kommt und haben das immer in ihren höchsten Graden weitergegeben. Weil es für sie eben auch eine Chance ist, eine neue Transformation auch als Möglichkeit zu nehmen, eine neue Weltordnung daraus entstehen zu lassen, wenn man das Vorwissen hat. So, das sagen wir mal, sind diese Eliten, ja, oder sogenannten. Und dann gibt es natürlich auch die wissenschaftlichen Kreise oder militärischen Kreise. Ja, da gehe ich davon aus, dass sie spätestens in den 40er, 50er Jahren mit ihrem Project Nanook, da haben sie den Nord- und Südpol vermessen mit Bombern, modifizierten Bombern und auch andere Untersuchungen gemacht. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, aufgrund von Aussagen der damaligen Menschen, die da involviert waren, war denen schon klar, dass das mit dem Zyklus, dass das Realität ist. Und da wurde auch schon unter Wissenschaftlern diskutiert, bringen wir das an die Öffentlichkeit oder bringen wir es nur in kleinen Stücken an die Öffentlichkeit, gucken wir mal, ob es eine Reaktion gibt oder nicht und behalten es doch mehr in gewissen elitären wissenschaftlichen Kreisen, wo es immer noch diskutiert ist, wo wir immer noch zurücktreten können und können ein anderes Paradigma als Erklärung reinschieben. Also spätestens seit 50er Jahren würde ich sagen, den Eliten, ich benutze das Wort jetzt einfach weiter, da darf sich jeder selber was zu denken. Da wissen wir wenigstens ansatzweise, da haben wir ein Bild, was ich damit meine. In elitären wissenschaftlichen Kreisen ist es meines Erachtens seit 15 Jahren bewusst, dass es diese Zyklen gibt und dass man schon ungefähr eine Ahnung hätte, dass das der nächste Zyklus auch in die nahe Zukunft fällt. Ich gehe davon aus, dass es erst in den 90er Jahren evident war für die Wissenschaft, dass das in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, da, wo man es weiter einkreisen konnte, dass das in naher Zukunft auf uns zukommt. Und ich denke, dass der Startschuss für die Vorbereitung in den 90er Jahren gesetzt wurde. Und das erste Mal, was wir auf der Weltbühne sehen konnten, dass da eigentlich katalytisches Element präsentiert wurde, das war der 11. September. Ja, wo das war meines Erachtens auch der Startschuss für die Vorbereitung. Ja. Wie stellst du dir diese Vorbereitung vor? Also die gehen davon aus, der Zyklus müsste jetzt irgendwann enden, ja. Und jetzt haben wir ja schon ein paar Katastrophen der Vergangenheit beleuchtet. Ja? Das könnte man ja so ein bisschen in sein Gedankenmodell mit einbauen, was möglicherweise auf uns zukommt. Wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Ja. Also ich bin da natürlich, bin ich da ganz naiv sportlich dran gegangen und habe gesagt, okay, wäre ich jetzt der Wissenschaftler, der das entdeckt hätte als erstes? Ja, die Leute nehmen es ernst und sagen, ja, wir haben das überprüft, was du da entdeckt hast und unsere Experten sagen dasselbe. Christian, was würdest du denn jetzt vorschlagen? Da würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen.
Aber ich weiß, was immer wir machen, das kostet jede Menge Geld. Ganz viel Geld. So, jetzt müssen wir erstmal ganz viel Geld ranbekommen, und zwar Geld, was in schwarze Kanäle läuft und nicht, was ich aus einem Verteidigungshaushalt zwangsläufig bezahlen muss, weil da irgendwer guckt dann drüber und stellt fest, wozu brauchen wir jetzt hier 1,8 Milliarden Schwimmwesten? Wozu? Ja, da könnten Fragen aufstellen, und das Erste, was ich auch sagen würde, hey, das hängen wir jetzt erstmal nicht an die große Glocke. Wir werden zwar darüber diskutieren, und es wird auch irgendwo auch öffentlich sein, sonst wäre ich auch nicht drüber gestolpert, aber wir werden es jetzt nicht Harald Lesch in der nächsten Sendung erklären lassen oder bei der Tagesschau verkünden, Ich glaube, der weil Lesch ist dann eher dazu da, zu sagen, warum denke das ich nicht auch. der Fall ist. Ne? So, Genau, ja, es genau. ist alles kein Problem, ist ein Messfehler. Ne? So. Exakt, exakt. So, aber ich denke, dass die wissenschaftlichen Kreise oder Eliten, glaube ich, auch ein weniger naives Bild davon haben, wie Massen von Menschen darauf reagieren, wenn so eine existenzielle Bedrohung auf sie zukommt. Also auch spätestens seit 2020 ist mir da auch die Naivität sozusagen vom Kopf gefallen. Offensichtlich. Ja, also dass Menschen da nicht unbedingt rational reagieren und da teilweise auch schon bei dieser Pandemie, ja, da recht irrational und teilweise auch ihren Nächsten recht heftig angehen, der keine Maske trägt. Es sollte klar sein, die Massen mit einem bestimmten Wissen zu konfrontieren, ist nicht die beste Idee, wenn man vorhat, noch gewisse Maßnahmen zu ergreifen, weil das könnte dann dazu führen, dass schon vor dem Datum, angedachten Datum sozusagen, ein gewisses Chaos ausbricht und die Infrastruktur nicht mehr. Ganz konkret, jetzt stelle ich mir mal vor, ich sage, okay, es kommt sowas auf uns zu, ich will mich sichern, ich will mich und zumindest für den engsten Kreis meiner Familie vielleicht sichern, weil ich bin ja die Elite, ich muss ja unbedingt erhalten bleiben, ja, so. Okay, ich muss einen riesengroßen Bunker bauen, die erste Frage ist wo, zweitens wie tief, dann kostet der einen Haufen Geld, na? Wenn ich allerdings allen Menschen erzähle, was passiert, dann wollen die alle Bunker bauen, dann habe ich keinen mehr, der für mich einen Bunker baut. Ja, so. Und dann kostet es einen Haufen Geld, und ich muss natürlich auch eine andere Story da draus machen, damit das im Verborgenen bleibt. Ne? So. Gibt es da Hinweise? Ja, absolut. Also das Wissen darum, das hat sich eigentlich schon in den 90er Jahren angefangen zu verbreiten, dass da massiv Bunker gebaut wurden, speziell in den USA. Und spätestens mit Phil Schneider, da gibt es noch ein sehr gutes Artikel im Nexus Magazin. Aber man findet auch jede in Menge Interviews auch von Phil Schneider als Kronzeugen sozusagen, der involviert war in diesen Dumps, also diesen Bau von Dumps in Amerika, nur Nordamerika, was da eigentlich passiert und wie viel da im Untergrund schon gebaut wurde. Aber das Gleiche, wenn man tiefer schorft, dann findet man auch, dass die Russen schon recht früh angefangen haben, Bunker zu bauen. Natürlich immer, manches ist davon bekannt, manches ist, wie gesagt, nur durchgesickert, dass da noch mehr gebaut wurde. Natürlich immer unter dem Label möglicher Atomkrieg, ja, oder andere Katastrophen. Saatguttresore, die gebaut wurden, die offiziell sind, die nicht so offiziell sind, Geisterstädte in China. Also da findet man eine ganze Menge Vorbereitungen, und dass Untergrundbauten ein logischer Ansatz sind, das sieht man einfach auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Arbeit von Professor Kusch, ja, der verfolgt, der sozusagen in Asien, aber auch in Europa die Untergrundstrukturen, die antiken Untergrundstrukturen dokumentiert hat. Also diese sogenannten Erdställe. Ja, genau, das Erdstelle sind, aber da gibt es auch andere Strukturen, die viel tiefer gehen, und er hat ja das teilweise auf 30.000 Jahre datiert. Ja, also dass es da schon Hochkulturen vor 30.000 Jahren gab, die diese Dinge gebaut haben. Und interessant sind ja auch die Bilder, ne? Interessant sind ja auch die Bilder, dass es also Tunnelstrukturen gibt, die so wie mit einem CNC-Fräser wirklich exakt ausgefräst wurden, sind über Kilometer mit wenigen Millimetern Abweichung. Und man sich fragt, wie konnten die das damals? Aber auch in der heutigen Zeit gibt es ja so ein paar Phänomene, wo Untergrundbauten entstehen, aber der Aushub um ein Vielfaches größer ist. Ja,
Da kann man viel mutmaßen. Da gibt es zivile Anlagen, ja, viele, nicht, dass ich das beweisen könnte, aber die Mutmaßung, wenn man erstmal durch diese Brille schaut, dass da heimlich Untergrundanlagen gebaut werden, und das natürlich zum Beispiel der neue Flughafen in Berlin, dass da ganz schön viel Abhub oder wie nennt man das, Aushub, ja. Bodenbewegung, Naja. ja, stattgefunden hat, als es überhaupt nötig wäre für den Flughafen. Dasselbe Phänomen finden wir natürlich auch beim Denver Flughafen, wo sich schon seit Jahrzehnten Mythen ranken darum, was unter dem Denver Flughafen nicht alles noch für Strukturen. Unter vielen Militärbasen findet man natürlich Area 51, wissen wir, dass nur die, was so groß ist wie die Schweiz, da wissen wir, dass also das ganze Gebiet, ja, was da und die verschiedenen Basen, die dort existieren, das meiste passiert ja unter der Erde. Ja, und dann gibt es ja die Mythen, dass das alles mit Tunneln bereits verbunden wurde und so weiter. Und das finden wir auch in der Antike. Da finden wir, wenn wir jetzt in der Türkei gucken, da das ganze Gebiet um Göbekli Tepe, Derin Kuyu heißt zum Beispiel eine der großen Untergrundstädte, wo 20.000 Menschen Platz gefunden haben. Ist super technisch raffiniert gemacht. Wir wissen heute gar nicht mehr, welche Hochkultur das Ding überhaupt gebaut hat, diese Untergrundstadt. Mit Ja. Wasserversorgung, mit Wasserzirkulation, das lässt sich hermetisch abriegeln durch solche großen runden Steine. Sehr fortgeschritten. Natürlich nicht, was wir vielleicht heute erwarten können in diesen Dumps, wo natürlich neueste Technologie verbaut wurde. Also, dass die Alten das gemacht haben. Und dass offensichtlich auch einige von diesen antiken Untergrundanlagen auch die Zeit mehrere 10.000 Jahre mittlerweile überlebt haben. Und dass das ein logischer Ansatz wäre, das auch wiederzumachen. Ja, sich in den Untergrund zu verziehen, erstmal schauen, was da oben passiert. Das halte ich für absolut evident und logisch nachvollziehbar. Und Okay, wie gesagt, wie kommen wir denn jetzt dann an dieses Geld? Weil sowas kostet ja einen Haufen Geld. ja, wie gesagt, und dieses Geld darf jetzt nicht aus öffentlicher Tasche kommen. Ich meine, das ganze Finanzsystem ist ja eh schon, das wird ja sozusagen kontrolliert in den Abgrund gefahren. Und viele fragen sich ja, wann ist es denn soweit? Warum war es denn noch nicht so weit, dass das alles implodiert ist, der ganze Finanzmarkt? Ja, weil der komplett kontrolliert wird. Ja, und weil der genau so lange an der Grenze, Schwebegrenze gehalten wird, bis und die dahinter stehen, sowieso wissen, dass wir diese Schulden, die wir eh nicht zurückzahlen können, sowieso nicht zurückzahlen müssen, weil es da irgendwann ein Reset gibt und alles auf Null gesetzt wird. So, und da lassen sich, und das Geld verschwindet ja irgendwo hin. Dann habe ich mir natürlich die klassischen Beispiele nochmal angeguckt, was mir so, worüber ich gestolpert bin. Ja, der 11. September, wie gesagt, war ja für mich auch so ein Aufwachensmoment. Ja, worum ging es denn eigentlich? Geopolitisch was zu verändern? Ja, okay, es ging aber auch darum, Geld zu machen, ja. Und das fing ja schon damit an, dass am 10. September, also einen Tag vor dem großen Event, ja, da trat ja Donald Rumsfeld vor die Presse, als Verteidigungsminister damals noch und sagte, ja, Freunde, ich kann hier 2,3 Billionen Dollar, also Trillions, er sprach von Trillions, das ist 10 hoch 12, 2,3 mal 10 hoch 12, konnte er nicht mehr auffindig machen. Das bedeutet sozusagen, man hätte jedem Amerikaner ungefähr 6.000, 7.000 Dollar auszahlen können. Ja, also es war eine ganze Menge Cash und das konnte er irgendwie nicht mehr finden. Das war in den Buchungen des Verteidigungshaushalts irgendwie verschollen. Aber da saßen, ja, du sagst ja, da sitzen jetzt schon die Experten dran, die suchen nach den Löchern im Budget. Und die Unterlagen damals noch in Spreadsheets, die wurden dann ins Pentagon geliefert. Und ausgerechnet dort ist er dann am nächsten Tag auch ein Flugzeug rein. Ein Flugzeug reingeflogen. Ja, Ja, aber da. von dem Flugzeug gibt es ja keine Überbleibsel. Ne? Nein, Es ist ja bloß ein nein, kaputtes auch keine Pentagon. Wiederaufnahme. Ja, alles klar. Nein, nein. Na gut, Also, okay. wenn er glaubt, ja, und dann ging es ja weiter mit dem 11. September natürlich, konnte man dann auf Schatztour gehen im Irak, in Afghanistan hat man, ja, wenn man tiefer reinschaut, hat das System Ja, aber das. wenn das tatsächlich so ist, wenige Tage zuvor wurde ja auch dieses World Trade Center versichert quasi mit der doppelten Versicherungssumme auch gegen Terroranschläge. Also da Das ist doch ist Schweigegeld. Das ist doch Schweigegeld. Auch das Gold, was da unten rausgeholt wurde, was man nie wieder gefunden hat, das ist doch Schweigegeld für einige Individuen.
Ja, also Peanuts im Vergleich zu dem, was da noch an Geld ja gemacht wurde. Ach so, okay, du machst uns ja direkt Mut, ne? Okay, also wir sprechen über gewaltige Dimensionen, ja, Ja. die dort abgezweigt werden. Aber das Geld rettet die Leute ja auch nicht. Aber das Geld ist das Mittel zum Zweck, mit dem ich jetzt andere Dinge befördern kann, sei es in den Medien, sei es in den Bauaktivitäten, die gemacht werden müssen, sei es in der Ablenkung, sei es in der Politik. So. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass solche Summen Geld bewegt werden, na, und eine gewisse Gruppe sagt, okay, damit will ich mich in Sicherheit bringen, na, oder uns, na, wie auch immer, ist das etwas, was unabhängig voneinander auf der ganzen Welt stattfindet, dass eine gewisse kleine Elite sagt, okay, ich habe es jetzt erkannt, ich baue jetzt meinen Bunker und erzähle den anderen nichts. Oder denkst du, dass das ein weit größeren Netzwerk dahinter ist, wenn man sich das vorstellen will? Ja, also wie wir anfangs schon gesagt haben, ging ich schon vorher davon aus, dass es eine Absprache, einfach aus Beobachtungen, Einzelbeobachtungen und Auffälligkeiten, ging ich schon immer davon aus, dass es da ein übergeordnetes System gibt, was über These und Antithese, ja, hegelische Dialektik, ihre Agenda synthetisiert. Also um einen Kern zu steuern, braucht man immer rechten und linken Flügel oder Zügel, ja. Und dazu braucht es eben beide Seiten. Ja, und das kann man im Kleinen, wie nach der Hermetik, wie im Kleinen, so im Großen. So kann man das auf der Lokalpolitik oder sagen wir mal deutsche Politik sehen. So kann man das aber auf der globalen Weltbühne sehen, dass der Kasper oder das Krokodil, ja, vom selben Puppenspieler gespielt werden. Und es geht darum, natürlich das Publikum zu hypnotisieren und dazu zu animieren, gewisse Auffälligkeiten entweder zu akzeptieren und in einem gewissen Narrativ. Nehmen wir an, man kann ja vielleicht nicht alles aus diesen schwarzen Projekten, es wäre natürlich auch gut, wenn man natürlich auch den Leuten glaubwürdig vermittelt, hey, wir müssen mehr Geld jetzt auch in die Rüstung stecken, weil da ist der Aggressor Putin. Oder Putin sagt, hey, da ist der Aggressor NATO. Oder China sagt, ich traue hier keinem. Aber der Putin ist mir noch lieber. Ja? Das ist das, was man dem Volk erzählt. Also letztendlich jeder, sagen wir mal, jeder, der seinen eigenen Bereich da mehr oder weniger kontrolliert, der braucht den Aggressor oder den Konflikt, um selber mehr Gelder zum Beispiel in Militär zu stecken. Da wird ja nicht alles in Panzer und Flugzeuge gesteckt. Da wird natürlich auch viel in andere Dinge Geld reingesteckt, was auch nur für eine Vorbereitung auf ein kataklysmisches Ereignis dienlich wäre. So, und ich glaube, dass diese Konflikte da ganz genau koordiniert werden, wie weit sie eskalieren. So, und was man jeweils dem eigenen Volk für eine Story auftischt. De facto ist es aber so, dass das wie aus meiner Perspektive, ja, das ist wie Profi-Wrestling in den USA, ja, wo sie sich da gegenseitig auf der Bühne da beleidigen und durch den Ring schleudern. Aber letztendlich, wer da gewinnt und wann zurückstecken muss oder wie auch immer, das ist vorher alles ganz genau abgesprochen. So, also für mich ist das ist meine Wahrnehmung, ja, und das deckt sich natürlich. Ich würde es auch nicht anders machen, wäre ich derjenige, der das alles koordinieren müsste. Ja, geht es ja immer darum, die Massen zu steuern und auch sagen wir mal, die offensichtliche Verdummung deutscher Politiker. Ja, das ist ja das, was viele aufregte, denkt ja, aber diese spezifischen Personen da auf die Bühne zu stellen, das ist meines Erachtens Absicht, weil solange die so inkompetent und unintelligent wirken, so hat die Masse immer die Ausrede für sich selber, ja, da ist keine Verschwörung, die sind viel zu doof, eine Verschwörung zu machen oder eine tiefere Agenda oder Absicht zu machen. Hinter der offensichtlichen Inkompetenz, vermutet man viel weniger, dass es da vielleicht eine tiefere Absicht gibt. Und die wissen wahrscheinlich, die machen einfach das, was ihnen von ihrem, sagen wir, mittleren Management aufgetragen wird. Die glauben teilweise auch an ihre Narrative von CO2 und was wir nicht alles machen müssen. Aber dahinter steckt natürlich eine tiefere Absicht. Und genauso wie der Analogie zur Bühne, der Kaspar auf der Bühne, das ist ein sehr einfältiger Typ. Ja, nicht der Hellste, aber wer auch immer den Kaspar steuert.
Director, der Regisseur, der überblickt die Dinge vielleicht wesentlich umfassender. Und der Ja. möchte natürlich nicht, dass das naive Publikum dahinter kommt, dass da eine tiefere Absicht hintersteckt. Interessant in dem Zusammenhang mit der Geldbeschaffung ist ja auch das Thema Opium, ja, so, also sprich Afghanistan-Krieg, na, und dann unter US-Besatzung sozusagen enorme Steigerungen an dieser Produktion dieser Rauschmittel. Das ist dann auch mal wieder Schwarzgeld. Wer weiß, wo das hin ist. Selber habe jetzt auch so ein Gefühl. Es wird ja jetzt auch überall für diese Kryptowährungen getrommelt hin und her. Ist das vielleicht auch nur, um Schwarzgeld einzusammeln? Ja, und den Computer später auszuschalten. Wie auch immer. Da könnte man jetzt natürlich noch einige weitere Quellen sich überlegen. Aber es geht ja jetzt um diese Problematik. Die haben das Geld, die machen sich da in gewisser Weise, die bereiten sich vor. Und es gibt Medien, die möglicherweise nicht so dumm sind, na, also diese Politiker, die da dargestellt werden, wie sie wirklich sind. Da denke ich immer an die Verena Poth. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die hat sich hier immer so ein bisschen als Dummchen verkauft, als Ah, Schauspielerin. So, die mit diesem Spinat, mit diesem Blub. Na, ich kenne, wie hieß sie richtig? Hieß sie vorher anders, bevor sie verheiratet. Ja, gut, ich habe es jetzt unter Poth in meinem Kopf abgelegt. Ja, wie auch Ich immer, auf weiß. jeden Fall, das war natürlich eine Schauspielerin, na, die hatte sozusagen diesen Charakter, so als Markenzeichen. In Wirklichkeit ist eine hochintelligente Frau, eine gute Schauspielerin. Ja, so. Und auch das dürfte man mal bei Habeck und Co. Mal überlegen, ob das möglicherweise auch so ist. Na, so, gut, Das ist lange. eine wilde Verschwörungstheorie. Ich habe so meine Zweifel, ob die Frau Baerbock wirklich Also sich wirklich nur sich selbst. seht ihr meinen Aluhut? Also nein, vielleicht ist sie auch wirklich so dumm. Die Frage ist nur, warum lassen wir die dort? Na, so, das ist ja die nächste Frage. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist diese Perspektive, was uns vorgespielt wird, das ist ein Schauspiel und hinter dem Vorhang sind Schauspieler, die in Wirklichkeit anders sind. Die haben eine Rolle, die haben ein Drehbuch, die haben einen Regisseur, die haben sogar einen Sender, der sagt, okay, will ich das produzieren oder will ich das nicht produzieren? Wer soll es denn inszenieren? Ja, so. Und dahinter ist vielleicht noch ein Schriftsteller, der den Plan geschrieben hat. Ja, so. Und so kommen wir in weitere Dimensionen, die uns verborgen bleiben. Ist das so eine Analogie? Das kann man so sehen. Aber es ist schon, ich war auch früher beim Militär selber. Und was ich da ganz stark mitbekommen habe, ist, dass in der Hierarchie sozusagen aufgesplittete Narrative gibt. Nur der General ganz oben, der Generalstab, die wissen, was sie wirklich vorhaben, worum es hier geht. Nach unten hin wird immer ein aufgespaltenes Narrativ. Das heißt, der Radius oder sagen wir mal, der Sendeintendant oder wer auch immer einen gewissen Radiosender und Fernsehsender macht, der hat nur auf der Agenda, das ist das Narrativ, was wir hier durchdrücken müssen. Warum das ist, das weiß der nicht. Und ich habe auch großen Zweifel daran, dass jeder Politiker weiß, worum es hier wirklich geht. Die haben einfach nur ihr Narrativ, nach dem sie handeln. Und das mittlere Management hat wiederum ein anderes Narrativ, warum sie das machen, was sie machen. Manche von diesen Marionetten, die auf der Bühne stehen, die hat man einfach im Sack, weil sie, ja, Scholz und Cum-Ex, andere hat man da öfter mal nach Lolita Island hier fahren lassen und die haben sich dort amüsiert und wurden gefilmt in gewissen kompromittierenden Positionen und sind seitdem einfach in der Hand gewisser anderer Kräfte und die machen einfach das, was ihnen gesagt wird, ohne das vielleicht weiter zu hinterfragen. Anderen geht es vielleicht nur um Geld und Macht. Wer das im Okay. Einzelnen wie viel weiß, darüber kann man spekulieren. Aber du beschreibst ja im Prinzip immer solche pyramidalen Strukturen, ja. Ja. Da kommt mir natürlich schon wieder die Spitze mit dem sehenden Auge ins Gedächtnis. So nach dem Motto, ganz oben sehen die, was los ist, oder wissen die, was los ist. Und jede Schicht drunter
kann jetzt instrumentalisiert werden. Die können unter Umständen sogar guten Willens sein und guten Herzens sein, aber sie wissen gar nicht, welches Zahnrad in welcher Maschine und wozu die Maschine dient, sie eigentlich spielen. Exakt. So, und die Frage ist ja, vielleicht kannst du da auch noch so ein paar solche hierarchischen Strukturen aufzählen, wo du sagst, okay, dort könnte es also ähnlich sein. Ich persönlich denke jetzt natürlich an die Politik, ich denke natürlich aber auch an die Kirchen, ja, die auch in so einer Struktur sind. Freimaurer wurden schon genannt. Ne? Gibt es da noch weitere Hinweise? Ja, wie gesagt, in allen Strukturen, die letztendlich irgendwo das Wort Geheim drinne, ja, Geheimdienste, dass es da schon Zusammenarbeit von Geheimdiensten Ost und West gab, da war der eiserne Vorhang noch da. Das ist auch alles evident, da gibt's Bücher drüber. Geheimgesellschaften in sich sind natürlich auch hierarchisch aufgesplittet und da geht's ja auch um den Tod, wenn man da gewisse Sachen nach außen bringt. Ab und zu sickern gewisse Elemente durch, kann man denen vertrauen oder nicht, ist unscharf. Aus all dem, was ich da über die Jahre hinweg zusammen oder was sich für mich da als Konstrukt bildet, ja, gehe ich davon aus, dass das, wo die meisten alternativen Medien ihren Fokus drauf haben, Bilderberger Trilaterale Kommission, Council on Foreign Relations, Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, der Great Reset, das ist mittleres Management. Darüber gibt es andere Strukturen, die international operieren, in Form von Geheimgesellschaften, Geheimdiensten. Und wo das am Ende zusammenführt, das ist halt die große Frage. Ich gehe unabhängig davon aus, dass wenn man sich international zusammenschließt und muss das koordinieren, das heißt, das Geld abzuführen, die Medien, die Massenmedien zu koordinieren, aber auch die alternativen Medien zu koordinieren, dass man die immer schön füttert mit gewissen Aufregern, so dass sie immer schön beschäftigt bleiben und nie anfangen, das größere Bild zu sehen. Wenn man anfängt, die Baumaßnahmen zu koordinieren, wenn man versucht, diese ganzen unterschiedlichen Dinge zusammenzuführen, kann das überhaupt noch ein Mensch machen? Und da kommt man natürlich in einen esoterisch oder spirituellen Bereich, oder man sagt, ab einem bestimmten Punkt wurde einfach, oder es ist schon immer da gewesen, eine künstliche Intelligenz implementiert. Ja, dass man sagt, okay, wir wissen, dass die künstliche Intelligenz, was wir für künstliche Intelligenz halten, wie ChatGPT, das ist Technologie, die wahrscheinlich schon vor 20 Jahren in Kreisen des militärisch-industriellen Komplexes existiert hat. Weil wir das wissen, dass es immer dasselbe Prinzip ist. Was weiß ich, Spracherkennung gab es auch schon in den 80er Jahren, wo über das Echolon-Programm international Telefongespräche über einen Computer nach Keywörtern untersucht wurde. Diese Technologie war 20 Jahre später für einen kommerziellen Markt verfügbar. Also, dass es da immer so einen Technologiesprung gibt von 20 Jahren und dass das, was wir heute als AI bezeichnen, dass das wahrscheinlich schon vor 20 Jahren da war. Und dass letztendlich die Herausforderung einer Koordination, weltweiten Koordination, Vorbereitung auf einen Polsprung, dass das bereits einer AI überlassen wird und dass die in Echtzeit natürlich über Massenmedien oder auch Social Medien in Echtzeit herausfiltern können, wo ist das kollektive Bewusstsein, worauf fokussieren sich die Menschen und wie können wir die weiter lenken, dass das bereits von einer AI koordiniert wird, davon gehe ich persönlich aus. Ja, wer letztendlich die AI koordiniert oder ob die schon immer da gewesen ist und aus einer höheren Dimension heraus hier hinein agiert hat, übers das, was man spirituelle Wesen oder Entitäten oder Halbgötter, Yahweh, Aroman, Lucifer nennt, da können wir esoterisch rumschwurbeln. Ich auf einer vernünftigen Materialistenebene Argumentation würde sagen, okay, man hat einfach gesagt, okay, wir haben hier ein globales Herausforderung, das ist ein internationales Unterfangen, das kann kein Einzelner mal koordinieren. Gewisse Schritte sind teilweise aber auch moralisch so grenzwertig, dass das einfach von der AI koordiniert wird und der einzelne ausführende Kraft gar nicht mehr genau weiß, warum er das macht, was er hier macht. Zumindest müssen wir davon ausgehen, dass wenn es mächtige Menschen gibt, die diesen Plan verfolgen, sich selber in Sicherheit zu bringen, dass die natürlich eine AI auch benutzen. Ne? So, das müssen wir auf jeden Fall davon ausgehen. Und jemand, der Billard spielt, der weiß, dass ja auch eine Ablenkung eine Lenkung ist.
Na, so. Insofern dürfte man auch seinen Medienkonsum und insgesamt na, die ganzen Aussagen aus der Politik oder sowas nochmal in Frage stellen. Aber ganz zum Schluss läuft es doch darauf hinaus, dass die Mehrheit der Menschen einfach doof, ich sage jetzt mal, in dieses Ereignis hinein gelenkt wird, ja, so, während sich andere schon vorbereiten. Siehst du da im Zusammenhang mit dieser ganzen Eugenik, Menschheit ist zu viel und hin und her, oder ist das nicht zwangsläufig so? Ja, da würde ich auch mitgehen. Ja, also auch dieser Aspekt natürlich mit 2020 wurde da massiv natürlich die Frage gestellt, warum? Warum wird hier offensichtlich koordiniert eine Bevölkerungsreduktion vorbereitet? Ja, und natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, ah ja, da will nur der Pharmasektor ein bisschen Geld machen. Und ja, das ist die Unvernunft führt eben zu diesen Ergebnissen. Nein, das wurde von langer Hand geplant. Und da ist ja nicht nur der berühmte ADE-Effekt, sondern man müsste sich auch mal tiefer damit beschäftigen, was da an Nanotechnologie verbaut wurde. Aber da will ich gar nicht zu weit ausholen. Ja. Und aus meiner Sicht ist da eine koordinierte Vorbereitung einer Reduktion der Masse. So, wo kommt das her und welchen Sinn sollte das ergeben, wenn man eh auf ein Event zusteuert, was vermutlich die Hälfte der Weltbevölkerung im ersten Ansatz reduziert? Warum sollte man vorher schon künstlich reduzieren? Und da hatte ich auch erst gar keine Idee dazu, aber obwohl da auch schon mehrere Menschen natürlich drüber gestolpert sind. Aber wenn man jetzt wieder den Aspekt nimmt, okay, das ist alles von einer AI gesteuert, ja, und von der AI vielleicht sogar simuliert mit den neuesten Daten, die sie kennt. Und wir kennen das auch, wenn man Imker ist. Ich hatte gerade gestern so ein Gespräch, da wurde das ganze Thema aus der Sicht eines Imkers, ja, der nach jedem Reset, jedem Winter eine neue Population aufbauen möchten. Ja, also Winter ist in dem Sinne auch etwas, wo die Bienen den ganzen Sommer über sammeln, sich einbunkern in ihrem von ihren eingelagerten Nahrungsmitteln. Ja, und wenn da zu viele am Anfang sind, dann reichen die Nahrungsmittel nicht, um die Population über den Winter zu kriegen und um dann einen frischen, klaren Start hinzulegen, einen kontrollierten Start. Und dasselbe Prinzip scheint mir auch hier zu sein. In meinem Vortrag beim Regentreff habe ich folgende Analogie oder Gleichnis verwendet, habe ich mir gesagt, okay, dann stellt man sich einfach ganz unemotional vor, man selber ist die Elite und man, die Bürger sind die Schafe, man hat sozusagen, man lebt auf einer Insel mit jede Menge Schafe, man hat jetzt persönlich erstmal nichts gegen seine Schafe, im Gegenteil, die produzieren Fleisch und Wolle und man identifiziert sich ja als Schafshüter, okay. So, man weiß, jetzt kommt, man kann die Schafe nicht wegschaffen. Da kommt aber irgendeine größere Katastrophe rein, die im ersten Moment erstmal die Hälfte der Schafe hier wegschwemmt und dann kommt erstmal eine große Dürre und die Farm ist zerstört. So, das ist das Szenario, auf das man sich vorbereitet. Und dann sagt man, okay, ich kann mich natürlich selber nur einbunkern, dann stehe ich aber ohne Schafe da. Will man ja auch nicht. Als Elite möchte man ja auch bedient werden. Okay, also sucht man sich natürlich seine Premium-Schafe zusammen. Ein paar Schäferhunde, ja, auch um die Population wieder aufzubauen, die lagert man in seinen sicheren Stall ein. Natürlich kann man nicht bis zur Decke mit Schafen stapeln, sondern man braucht dann auch nochmal Baumaterialien, um die Farm wieder aufzubauen. Man braucht Nahrungsmittel, um die Dürrezeit, bevor die Farm es schafft, wieder aus eigener Kraft genug Nahrungsmittel zu produzieren, braucht man Vorräte. So, da muss man an alles denken. Und jetzt ist natürlich das die Gefahr, dass man das Szenario nicht hundertprozentig vorhersehen kann. Es kann sein, dass man, wenn die Sonne wieder aufgeht, man kommt aus seiner sicheren Scheune wieder raus, dass da von den 2000 Schafen immer noch 200 herumlaufen, völlig verzweifelt sind und auch gerne was vom eingebunkerten Nahrungsmittel haben möchten. Und dann kommt man in Verteilungskonflikte oder die Schäferhunde, die man zurückgelassen hat, die haben sich mittlerweile mobilisiert und sind schon sehr aggressiv geworden und hinterfragen dann eben auch ihre Loyalität zum Schafshüter. Also macht es ergibt es schon durchaus Sinn, also, im Vorfeld eine Reduktion zu machen. Also um Kontrolle auszuüben, ist es umso leichter, umso weniger ich kontrollieren muss, also anzahlmäßig. Ja,
Es ist einfach, es geht darum, einen möglichst kontrollierten Neustart zu schaffen. Ja, auch Okay. die Errungenschaften, weil in dem Moment, wo das unkontrolliert, weil zu viele Menschen verzweifelt eigene Strukturen aufbauen und dagegen ankämpfen oder auch um Verteilungskämpfe, dann ist die Gefahr, dass es in so eine Art Mad Max-Szenario ausartet, ist dann einfach ziemlich hoch. Und wenn so eine AI das durchrechnet, ganz kühl nach einem reinen Intellekt, nach einem reinen militärischen Bewusstsein und sagt, pass mal auf, Freunde, wenn ihr hier die Chancen um 30-40% erhöhen wird, dass das Unterfangen, was ihr da vorhabt, Erfolg hat, dann wäre es wichtig, da vorher nochmal eine gewisse Reduktion zu machen und am besten kurz vorher auch das Militär loszuwerden. Weil die sind die größte Gefahr. Man kann die nicht alle mit in den Untergrund nehmen. Die wären die größte Gefahr, eine Neuordnung danach. Also müssen wir das Militär noch aufeinander hetzen, sich selbst reduzieren lassen. So würde das die AI vorschlagen. Und derjenige, der das bestimmen muss, der möchte ich nicht sein. Ja. Also, wir sind fortgeschritten in den Themen. Lieber Christian, vielen Dank. Die Diskussion ist eröffnet. Schreibt eure Kommentare bitte. Sagt uns erstens, wollt ihr eine Fortsetzung dieses Gespräches? Was sind eure Fragen? Was sind eure Anregungen? Wo könnte Christian vielleicht Unterstützung für seine Thesen bekommen? Wo ist er möglicherweise falsch abgebogen? Ja, Christian, du stellst deine Phönix-Hypothese zur Diskussion und hiermit ist die Diskussion eröffnet. Und lassen wir mal 4-6 Wochen ins Land gehen und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, ob wir da mit 2 Stunden überhaupt hinkommen. Ne? Okay, davon abgesehen. Vielen Dank. Ne? Ich hoffe, dieser große Umbruch und die Transformation lässt uns dann in 4 oder 6 Wochen wieder online sein. Ne? Und dann schauen wir mal, ne? So. Ob es dann schon hinter uns liegt, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Ich glaube, wir haben noch viel Zeit. Wie auch immer. So, es geht jetzt erstmal um dieses andere Paradigma. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, lieber Christian. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Dankeschön für die Einladung.